Moin, herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map 1.8 ohne Gräben. Ihr kennt das ja schon, wie immer, da hat sich noch nichts verändert. Ich glaube auch nicht, dass die 1.9 schon rausgekommen ist. Ich zeichne das hier so ein bisschen im Vorfeld auf, aber die 1.8 kam jetzt schon nach einer Woche raus. Und bei der 1.9 kann ich mir das nicht wirklich vorstellen, dass das auch so schnell geht. Ja, wir sind dabei, die ganzen Produktionen mal weiter im Gang zu halten. Ich habe jetzt erstmal die letzte Wolle bei den Schafen abgeholt, damit wir hier Stoffrollen produzieren können, wobei ich ja immer noch nicht so davon überzeugt bin, dass sich das finanziell auch wirklich lohnt. Ich habe das zwar mal irgendwann durchgerechnet, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, ob man da wirklich Geld mit macht oder nicht. Kann ich nicht sagen. So. Die ist beliefert. Sehr schön. Ja, das war jetzt auch dämlich von mir eigentlich hier durchzufahren, aber wir haben gar kein Wasser mehr hier. Dann kann die Wolle auch gar nicht verarbeitet werden. Auf jeden Fall sind die Plattformwagen echt praktisch. Echt gut. Ups. Das wollte ich doch eigentlich noch gar nicht. Wollte ich die nur ein bisschen näher ranschieben rückwärts. So, dann können wir jetzt parallel, wenn wir das machen, können wir ja nochmal eben die ganzen Hackschnitzel wegräumen. Ich weiß nicht, wie voll die sind, aber sind auf jeden Fall nicht leer. Das ist mal klar. Mal gleich hier wieder als Brennstoff verwenden. Sehr praktisch. Soll ich den Rest abholen? Wegkippen. Dann sprich zur Pelletproduktion bringen. Ja, das ist schon cool. Weiter. Die ist voll oder was? Ach Mist. Das ist ja jetzt doof. Was machen wir denn da? Fahren wir damit zum Hof oder wie? Fahren wir damit zum Hof, würde ich sagen. Holz. Holzhof. Aber da wollte ich bei sein. Ja. Ups.
So, da bin ich wieder. Entschuldigung, ich musste mich mal eben kurz stumm schalten. Ja, das ist doch schön, das läuft hier. Das funktioniert hier. Wunderbar. Der T-Runner. Hab ich doch auch. Komm. Rinderhof. Heckschnitzel. Oh, Holz. Ja, das können wir hier alles schön mit Cosplay automatisieren. Ich weiß gar nicht, ob ich hier einen Kurs Hochsilo-Zellstoff. Perfekt. Na, Gerste will ich vielleicht nicht nehmen. Dann eher so Hackschnitzel. Entlassen. Ja gut. Ich wollte jetzt ein bisschen wenig Hackschnitzel mitnehmen. Ansonsten wäre das ja gar nicht so schlimm gewesen. Mal gucken, ob es jetzt denn richtig belädt. Schnitzel habe ich hier denn überhaupt? Das ist ja gar nicht viel. Dann wird das auch Zeit, dass ich hier mal wieder Hackschnitzel herkriege. Ja, ja, das war gut so. Weiß, ist noch nicht zu Ende. It ain't over till it's over, wie man so schön sagt. Machen wir uns erstmal da hinten noch die restlichen Hackschnitzel weg. Dann sollten wir vielleicht nicht mehr so viel hier in die Pellet-Firma schmeißen, sondern einfach wirklich wieder vermehrt darauf achten, dass wir ein bisschen unsere Zellstoffproduktion in Gang halten. Ich meine, da sind noch genug Hackschnitzel, glaube ich, aber trotzdem. Also keine Pellets mehr produzieren. Pellets haben wir sowieso lange und schmutzig. Das ganze Lager da, was wir hier vorne stehen haben, ist voll mit Pellets. Entschuldigung, das war nicht meine Absicht. Ja, der fährt hier gleich vernünftig. So. Mal reinlassen. Zweck. Den mal schön weg.
wegstellen. Steht ja eh sonst nur im Weg rum. Ah, wir haben schon eine schöne Flotte, haben wir uns schon zusammengebaut. Zusammen gekauft. Milch. Hier liegt eine Palette, da steht eine Palette. Wir fahren erstmal ins Milch zur Brauerei. Zur Molkerei. Milch haben wir bestimmt auch wieder irgendwie 30 Millionen Liter oder so. So gefühlt. Oh, ach, die Molkerei arbeitet im Moment nicht, weil hier Paletten fehlen. Wer steht da? Naja. 300.000 passen da rein. Was haben wir? Oh, 795.000. Da können wir dann auch gleich mal mit dem Fortuna-Fass eigentlich mal fahren. Das hier passt ja nichts rein. Muss ich 3,5 Mal fahren mit dem Fortuna, mit dem hier muss ich einmal Fortuna Fass gefahren. Ich muss so schon 8 Mal mit Fortuna Fass fahren. Und das habe ich eigentlich nicht vor. IT-Runner hat das Ende der Route erreicht, beziehungsweise den Trigger. Ja, das ist schön für den IT-Runner. Hallo Mädel, weg da, ich komm. Eine Zugmaschine. Kann ich eigentlich die von dem Milchtank nehmen, ne? Sieht ein bisschen albern aus mit so einem kleinen Tank. Also der sieht ein bisschen. Ist ja gar nicht klein. 30.000 Liter ist ja jetzt nicht klein. Fahren sie nur her. Das ist aber jetzt tragisch. Das ist jetzt ganz tragisch. So. Leute, wir kommen zum Ende für heute, für Samstag. Ihr habt zu gestern ja vielleicht schon gemerkt, kein Livestream von mir. Heute auch kein Livestream von mir. Ich weiß nicht, ob Fed irgendwie streamt. Ich bin auf jeden Fall nicht dabei. Ich habe keine Zeit leider. Dieses Wochenende. Und, aber, das heißt ja nichts. Nächstes Wochenende sieht schon ganz anders aus, zeitlich. Nächstes Wochenende könnte es durchaus wieder Streams geben. Von mir. So, 1, 2, mal gucken.
Mal gucken, je nachdem. Ich fahre erstmal hier ran. Ihr kennt das. Like, Kommentar, Abo. Immer gerne. Und besucht mich bei Facebook auf meiner Homepage. Und in diesem Sinn sage ich mal ciao.